So, und da sind wir wieder bei The Forest. Wo bleibt der Leck? Der kommt aber auch anscheinend nur hier. Also dieser Ort scheint verflucht zu sein. Ja. Er ist verflucht, definitiv. Okay. Was wollen wir denn heute machen? Erstmal das da fertig bauen, würde ich mal sagen. Ja. Ich muss da gerade mal eine Flasche aus dem Weg tun. Die nervt mich nämlich jetzt ein bisschen. Haben wir da denn sonst noch was? Ich frag mal gerade den Manager. Haben wir da denn sonst noch was? Nö. Hey, ich wollte es jetzt gerade mal. Junge, was leckt denn hier? Ich wollte es jetzt gerade mal anders machen. Interessant. Leck, leck. Leck. Ey, das liegt halt echt hier an dem Ort, ne? Nicht an dem großen Teil da. Ich meine, dort hinten hätte ich genauso ein riesiges Ding jetzt aufgebaut. Ach ja, wenn so ein richtig großer Leck direkt am Anfang kommt, falls das jetzt nicht schon gereicht hat, werde ich die Aufnahme einfach beenden und neu starten. Die können mich. Ich werde nicht in diesem Leck-Mode aufnehmen, obwohl der auch immer wieder kommt. Ich muss hier nochmal in die Folge gucken, ob der Leck eben sowas hervorgerufen hat. Das kann nämlich durchaus mal passieren. Und es nervt mich. Warum bin ich ohne Essen losgegangen? Aber wir hätten schon fast einen Stein eingefangen, hätte der sich mal bewegt. Da haben Leute übrigens drüber spekuliert, was denn da für Batterien drin sind. Könnte ja auch sein, dass das so ein Teil ist, wo wenn du halt läufst, dass sich das dann auflädt. Ich meine, wird bei einem Walkman ja Sinn machen, ne? Gut, ich laufe nie mit dem rum. Demnach kann er sich nicht aufladen. Ja. Es gibt ja aber auch diese Taschenlampen, wo du hinten einfach nur drehen musst und dann werden die wieder aufgeladen. So ein Dynamo. Das kann auch damit betrieben werden, aber da steht auch nichts hinten dran. So, ich hätte jetzt erstmal wieder gerne neue Rüstung. Warum auch immer ich mir die nicht gemacht habe. Warum habe ich ganz viel Essen noch im Inventar? Ich meine, ich hätte dort alles abgeladen. Was ich auch gerade richtig scheiße finde, ist, ich bin natürlich auch gerade wieder am Hochladen. Und jetzt müssten eigentlich schon die ersten 4 Folgen hochgeladen sein. Heute ist nämlich Samstag. Und ich lade immer so hoch, Freitag mache ich die ersten 4 Folgen, lade die dann hoch. Und dann mache ich Samstag die anderen 3 Folgen und lade die dann hoch. Das Bescheuerte ist, ja. Die ersten 4 Folgen sind immer noch nicht hochgeladen, weil mein PC sich einfach ausschaltet. Fick dich, PC. Ich weiß nicht wieso, aber der hat es einfach gemacht. Und der sagt einem auch nicht warum. Kein Grund. Der geht einfach aus. Sobald ich den anschalte, ist wieder alles genau dort, wo es war. Aber der lädt natürlich nicht weiter hoch. So ein dreister Sack. Du brauchst jetzt hier nicht mir nicht zuzustimmen. Du weißt genau, dass das ein dreister Sack ist. Kein Grund, mich zu bepissen. Ja. Das ist halt ein dreister Sack.
So, da vorne sind die ja immer mal. Jetzt gerade nicht. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn sie nicht da sind. Ah gut, macht doch Sinn, dass die hier sind, weil hier ist ein Höhleneingang. Muss ja auch bewacht werden. Ist ja gewissermaßen eine Abkürzung. In eine gewisse Höhle. Mit einem gewissen Tauchgerät. So. Ich habe ja halt auch gar nichts mehr in den Höhlen zu tun, ne? Ich habe ja eigentlich alles geholt. So, und ich hoffe mal, dass das genauso smooth läuft wie bei mir für euch. Das wäre nämlich scheiße, wenn schon wieder durch den kleinen Leck jetzt geändert wurde. Für die, die es nicht wissen, mein Aufnahmeprogramm macht das manchmal so, dass wenn ein größerer Lag kommt, dass das Spiel plötzlich nur noch in 5 Frames oder so läuft. Für euch, für mich nicht. Ich weiß nicht wieso, das macht es einfach. Und falls ihr immer kleine Pixel sehen könnt mitten im Bild, da kann ich die Qualität natürlich hochstellen, aber dann kann ich das Video nicht so schnell hochladen. Das sind jetzt schon 3 GB, gerade am Tag. Sorry, so viel Zeit zum Hochladen habe ich jetzt nicht. Ich habe nur 2 Tage und dann muss ich wieder weg. Also bessere Qualität können wir erst machen, wenn ich wieder Zeit habe. Und ich würde es vermutlich sogar bevorzugen, wenn ich dann richtig Zeit habe, das erst zu machen. Also wirklich Ausbildung komplett beendet. Dauert noch 1,5 Jahre. Weil ich meine, dann habe ich keinen Stress mehr erstmal. Und wenn ich das dann hochlade, ist man das von mir gewohnt. Und wundert sich nicht, wie wenn ich das jetzt in den Ferien mache. Oh, der lädt ja jetzt so und so. Warum lädst du plötzlich wieder schlechter hoch? Verstehst du? Weil das mache ich, damit schneller hochgeladen wird. Aber anscheinend haben die meisten gar nicht auf die Pixel geachtet. Ich weiß auch nicht wieso. Schienen denen eigentlich ziemlich egal zu sein. Wahre Fans, denen das egal ist. Hashtag davor. Aber ich habe doch gar keine Fans. Ich habe doch nur Zuschauer. Ist doch so. Ich mag den Begriff Fans nicht, das habe ich aber schon mal gesagt. Damit bist du so unterwürfig. Und du bist ja nicht unterwürfig, du bist mit mir auf einer Ebene. Wir machen das zusammen. Ja. Hör auf zu spionieren, Reh. Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass die viel, viel Schlimmeres hier tun. Die Rehe sind der einzige. Warum rede ich plötzlich so? Sind der eigentliche große Feind in diesem Spiel. Sie zeigen sich halt nur nicht so. Ja, ich sollte gleich mal wieder schlafen gehen.
Dann haben wir hier auch wieder Bäume überall. Und dann geht das auch schneller hier. So, ich hoffe aber, dass im Hintergrund auch meine Videos hochgeladen werden. Und nein, für einen gewissen Herrn, das hat übrigens nichts gebracht, einfach die Tabs im Hintergrund zu schließen. Das hat nichts am Spiel verändert. Auch wenn es sogar Sinn machen würde, da The Forest manchmal in eine Cloud reinspeichert und darüber muss es ja auch Infos kriegen, wenn ich mich bewege. Verstehst du? Heißt, es nutzt ja irgendwie doch Internet, selbst wenn es im Singleplayer ist. Wenn man es mal genau nimmt. Andererseits hat man auch Offline-Speicherstände, aber der nutzt wahrscheinlich beides. Andererseits spiele ich immer auf Offline. Also auch mit Steam. Damit keiner halt in die Aufnahme reinschreibt. Weil das kann passieren. Ich habe irgendwie, was waren 50 Twitter, 50 Steam-Freunde. Warum Twitter? Ich muss mal eben husten. Ich habe mir doch die Hand vor den Mund gehalten, hallo. Jetzt kommt da ein schlechter Theorienersteller und sagt dann, Megateo ist kein Roboter? Fragezeichen. Er hat gehustet. Roboter husten nicht. Naja, Cyborgs tun's. Siehe General Grievous. Ja. Vielleicht bin ich sogar noch ein bisschen Mensch. Nee. Ach ja, ich kann nicht mehr mitnehmen. Sind die überhaupt vergammelt? Nö, die können nicht vergammeln. Das sind super tolle Beeren. Eigentlich müsste dich das auch krank machen, egal wie gut die Beeren sind. Weil wer weiß, was alles an dem Strauch noch dran war. Bestimmt 10.000 Zecken. Das fände ich eigentlich auch mal cool, wenn die ja einbauen könnten, dass man Zecken bekommt. Leben abnehmen würden die vermutlich nicht. Wäre irgendwie komisch, die nehmen ja nur ein bisschen Blut und davon spürst du eigentlich kaum was. Weil dass du die dann manchmal so am Körper hast und dann abziehen kannst und so. Fände ich eigentlich schon realistisch. Denn wenn du normalerweise durch den Wald läufst, überall quer durch, dann hast du die Viecher überall. Nervige Scheißviecher. Meine Katzen bringen die immer in mein Bett. Ich hasse das. Deswegen will ich da nie schlafen. Da habe ich tatsächlich was gegen. Wie kann ich eigentlich 130% Armor haben? Das macht immer noch keinen Sinn. Und Cold Armor sieht einfach aus wie Gold Armor. Und ich habe keine Gold Armor. Was bin ich denn hier, ein Pimp? Da glaubst du doch wohl selber nicht. Ich bin doch kein Pimp hier. So, das haben wir dann auch gleich fertig und dann haben wir das hier einmal komplett verbunden. Und müssen da noch ganz viel Holz rein tun. Heißt aber, ich habe hier den Vorteil, dass ich einmal ganz rumgehen kann. Und auch an den Außenständen halt gucken kann, ob da welche sind.
So könnte ich sogar die von dort hinten hier hinführen, indem ich einfach dort oben langlaufe. Die folgen ja eben hier. Am Tag finde ich übrigens nicht so gut, dass hier immer noch Mutanten überall erscheinen könnten. Die kommen tatsächlich sogar öfters am Tag als in der Nacht. Frag mich, wie das möglich ist. Klar, die kommen eigentlich immer, aber irgendwie haben die Entwickler das so gemacht, dass die Gegner mehr in der Nacht spawnen. Weiß auch nicht wieso. Pennen wohl am Tag oder so. Für ein Raubtier ist es leichter, im Schutze der Dunkelheit seine Gegner, seine Gegner, seine Beute zu reißen. Ich denke, die funktionieren wahrscheinlich genauso. Klar, es gibt auch Raubtiere, die am Tag sowas machen, aber dann hast du ja nicht so viel Stealth-Schutz. Ja gut, Tiere können auch in der Nacht sehen, also macht das eigentlich keinen Sinn. Irgendwie voll dämlich. Klick, klick, klick. Wir einfach Aloe Vera haben, als wenn. Als wenn wir hier so viel Aloe Vera haben. Und die Seeds übrigens, ich glaube, die verschwinden. Weil ich habe jetzt schon öfters mal Seeds aufgehoben. Aber die sind immer irgendwie weg gewesen. Aus irgendeinem Grund. Und das mag ich nicht so. Das ist ja wie damals in dem Inventar, wo sich nie was gespeichert hat. Obwohl man das Spiel speichern konnte, hatte man dann nachher kein Inventar mehr. Super, nicht wahr? Jetzt eine Lasagne. Hatte ich gestern. So, und die toten Körper, die ich da vorne auch hingelegt habe, die sind auch weg. Habe ich noch gar nicht so gesagt, aber die sind weg. Heißt, die haben immer noch nicht wirklich was daran getan, dass die Gegner auch da bleiben. Obwohl es ja realistischer wäre, wenn die Toten da bleiben. Wäre aber übelst scheiße für den Spieler, wenn er nämlich überall welche tötet, liegen die da natürlich überall. Und er muss die halt immer wieder wegräumen. Und stellt euch mal vor, ihr habt irgendwo auf der Reise einen dann da liegen gelassen. Und das passiert dann immer wieder. Aber das hier ist perfekt hier an die Wand dran. So will ich das, also, so will ich das eigentlich haben. Du blöder Vogel. Sollen das? Ich hasse den Vogel. Der versaut mir immer alles. Ich weiß aber nicht, ob ich unbeschadet jetzt. Also wir haben letztens mal darüber geredet, dass wir dort vorne am Eingang vielleicht so eine Klappfalle da machen, so dass die direkt sterben, wenn sie reinkommen. Ich weiß aber nicht, ob ich da unbeschadet durchkomme. Ich meine, ich würde wahrscheinlich nicht durchkommen, weil ich die immer wieder auslösen würde. Was dann natürlich auch nicht so toll ist. Aber immerhin lockt man dadurch die Gegner direkt zum Eingang. Das wäre schon mal eine Taktik. Kommen jetzt eigentlich auch wieder 10.000 hier an. Wie in der letzten Folge.
generell am anderen Posten, da sind so viele vorbeigelaufen. Ich denke, die sind sogar alle von dort gewesen. Man sieht hier öfters mal dieselben Gegner wieder. Also wirklich dieselben. Das haben wir spätestens herausgefunden, als wir die unsterbliche Frau da hatten. Die ja immer wieder kam. Jetzt ist sie ja weg. Ich habe gespeichert und beendet. So, aber ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.